kann man hier sehen. So, dann würde ich sagen, hier so. Das, ja, wir haben's. Ach, geil! Geil, geil, geil. So, Lava, du kannst hier wieder bleiben und ich schnapp mir mal so 8, nein, na egal, ich nehme einfach so 31 so. Wo machen wir denn unsere Erfolgsquelle? Ja, machen wir so. Dann so. Komm, dann machen wir das so und so. Zack. Ach, genial, genial. So, du kommst hier hin. Oh, bitte nicht, kommt nicht hier rauf. Oh, dann raste ich aus. Und ja. Ja. Yo. Wie kommst du hier her? Mampa. So. Dann dreimal so. Du gibst nachher noch 6 Stück. 1, 2, 3, 5, 6. So. Das sollte genau aufgehen. Ja, das schmeiß ich einfach mal noch in den Ofen. So, dann machen wir erstmal Fackeln aus dem. So. Und 4 haben wir ja schon gemacht. Also gibt es auf jeden Fall ein Achievement erfüllt. Und zwar 20 Fackeln. Und dann mache ich jetzt hier mal so. Denn hier wollen wir auf jeden Fall keine Monster. Genauso wenig wie hier. Ja, hier eigentlich auch ne. Ah, es brennt, aber wahrscheinlich bringt es wieder nichts. Ah, mach mal. Ach, komm, weißt du was, wir brauchen einfach mal alle Fackeln. Dann machen wir hier noch eine hin, so. Und wieso nicht hier noch eine? So. So. Und so. So, und die Bäume wachsen ja prächtig. Das heißt, wir haben auch schon eine Baumfarm. Und ja. Setzlinge, ne, komm weg. Was wollte ich machen? Genau, eine Monsterfarm. Also eine Plattform für Monster. Und wo wollte ich ihn? Ah ja, genau. So, ich dachte mir, wir machen das so, dass ich jetzt hier. Genau so. Da mache ich einfach mal so. Lieber doppelt, sonst kommt wieder ein Skelett oder ein Creeper. So, ich denke mal, dass. Ja, komm. Da machen wir aber doch noch ein bisschen mehr. Natürlich brauchen wir natürlich jetzt. Ja, wir brauchen jetzt wieder viel Cobblestone. Das ist ja wohl klar. So. Kleiner Verbauer. So. Ja, mach ich mal so. Und jo. Lol, ich habe ja noch Cobblestone, okay. Ja, komm, ich denke, das ist weit genug weg. Also, ja. Wir brauchen ja noch ordentlich Cobblestone dann für den Nether. Und ja. So, machen wir das mal so.
Ja, okay, das reicht. Wir wollen ja nicht so viele Monster, da wir Creeper und Skelette verabscheuen. Ja, Spinnen verabscheue ich auch. Ja. So. Hier außen mache ich dann noch so einen Rand, da hier auch. Dann sind wir ein bisschen geschützt und können nicht von Skeletten runtergeschossen werden. Na, gute Idee, Leute, oder? Ja, ich bin halt schon ein schlaues Köpfchen, ne? So. Mhm. Außer wenn ich jetzt runterfalle, dann könnt ihr ja alle sagen, dass ich dumm bin. Was dann höchstwahrscheinlich auch stimmen wird, wenn ich jetzt wieder runterfalle. Ja. Na, komm hier. So. Ja, wir haben nicht mehr so viel Cobblestone. Das ist natürlich doof. Denn wenn wir nicht viel Cobblestone haben, können wir nicht viel bauen. So, hier. Haben wir ja gesagt. So. Mach ich erstmal von dieser. Ja, so. Ja, komm schon. So. Okay. Ja, R3D Craft Texture Pack auf jeden Fall genial. Genial. Ich mag es wirklich sehr. Man merkt auch nicht so den riesen Unterschied. Und ja, das ist erst zu 85% fertig laut dem Ersteller. In der letzten Version, wo es noch 80% waren, waren ja die Items, also die Spitzhacken und Schwerter und so, Schaufeln, Äxte, noch nicht bearbeitet, aber jetzt schon halt. Ja. Ja. Ja, Tornado-Mod, ja, hör bitte auf, würde ich sagen. Ich habe doch nett gefragt, Tornado-Mod. Also, ja, Tornado-Mod ist ja gut. Der will mir einen Streich spielen, ganz ehrlich. So. Ja, wir haben schon Musik, deswegen mache ich das mal so. 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 Und ich hoffe auch, dass es ja, dass es euch passt, wenn ich so am Stück aufnehme und nicht nur jede Folge, also immer nur 15 Minuten, sondern einfach mal so am Stück aufnehme. Ja, und jetzt können wir dann gleich unsere Monsterfalle testen, sag ich mal. Schauen, ob da was spawnt. So, ja, ja, genau, seht ihr. Ich habe hier noch 2 Holz, denn ja, das hat gereicht. So, dann wollen wir mal schauen, was dort so los ist. Wahrscheinlich brauche ich noch Holz, natürlich. Aber ich sag dir. Na, was sagt es? Ja! Ja! Erfolg hat geklappt! Sauber! Ja, geile Scheiße, muss ich sagen, ne? Dann würde ich sagen, haben wir gleich mal, also bald eine Melonen-, Kürbis- und Weizenfarm. Ja, das passt auf jeden Fall. Nein, Cobblestone brauche ich noch nicht, nur so, hier so. Den Eimer brauche ich. Und Essen brauche ich auch wieder mal so. So. Und so. Tue ich die einfach mal wieder rein. Ich kann sie ja später wieder nachfüllen. So. Und ich hoffe, jetzt lauert mir hier kein Monster auf. So. Dann, ja, machen wir nochmal zu. Und wagen uns rein in den Nether. Ja. Ah. Ja, endlich geschafft, Leute. Ich krieg gleich Gänsehaut. Es ist ja schon öfters passiert, dass hier ein Ghast gespawnt ist.
Und das ist nicht so erfreulich, muss man sagen. So schnell wieder zurück. Ah, dort ist so schon wieder ein Creeper gespawnt. Und ja, unsere Monsterebene Plattform, wie man es nennen möchte, funktioniert. Ah, Mann. Ich habe mich gemutet, leider. Und deswegen habt ihr das Geilste gerade verpasst, und zwar, wie ich mich über den Creeper hier abgelacht habe. Da hab ich mir voll einen abgelacht, Leute. Ja, es geht jetzt leider nicht mehr da, ja. Naja, schade. Und ja, ich hab's rausgeschnitten, das heißt hier. Ich hab's rausgeschnitten. Das heißt, ihr seht's nicht, und ja, leider. Ja, das finde ich jetzt wirklich scheiße, denn ich, das war so eine geile Szene. Und ja, hier wollte ich vor das Intro schneiden. Es war echt geil, was ich so, wenn jetzt ein Monster kommt von hinten, dann raste ich aus. Und was passiert genau dann, wenn ich sage, ein Creeper kommt? Na klar, das musste ja sein. Das musste sowas von sein. Und ja. So. Moment mal. Moment kurz. Ja. So. Wow, Leute, das war echt krass, Mann. Das war echt, wow. Vielleicht werde ich das Bild noch zeigen, da mit dem Creeper. Das werde ich wahrscheinlich nicht rausschneiden. Aber, ja. Der Rest wird auf jeden Fall rausgeschnitten, ab dann, wo ich gestört wurde. Jo. Ja, meine lieben Eltern, die ich wirklich mega gern habe. Ja, haben mir gerade gute Nacht gesagt. Weil sie schlafen gehen und ja. Und ich mache hier wieder eine geile Nacht durch bis morgen um 8. Also von jetzt ist 21 Uhr 41 werde ich wieder die ganze Nacht spielen. Und jo. So, und ich zeige euch auch gleich mal, wieso ich jetzt hier das Ganze baue. Wir könnten theoretisch auch eine... Ja, komm, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. So, Moment mal. So, Leute, dann mache ich jetzt mal so. Ja, das muss schon ein bisschen höher sein, so. Okay, das reicht, würde ich sagen. Dann ist man auf jeden Fall tot, wenn man hier runterspringt. So. So, das kann ich gerne mal so machen. So, dann machen wir gleich mal eine Falle draus, für die Pick-Zombies. Damit wir sie nicht mit einem Schwert killen müssen. So. So. Und ich verrate euch gleich auch noch einen Trick. Ja, werdet ihr gleich sehen. Wenn wir dann wieder in der richtigen Minecraft-Welt sind. So, jetzt mache ich das erstmal so. Und so. Damit ich versuche hier möglichst viele zu spawnen. So. Fail. So.
Okay, genial. Und so. Lol, wieso? Ach, ja genau. Ja, ich glaube, hier haben wir noch einen Fehler. Und lol? Wieso ist das so? Okay. So passt's. Und jetzt bauen wir uns hier. Nein, komm. So, machen wir so. So und dann so. Und jetzt bauen wir uns runter. Nein, ich habe kein Holz dabei. Und jetzt ist wieder so laut. So, tut mir leid. So. Okay, perfekt. Und jetzt schaut euch das mal an. Moment kurz. Oh, ne, bitte kein Gast. Ich weiß genau, dass ein Gast spawnen wird. Da sehen wir die Pick-Zombies. Und jetzt gehen wir mal zurück. Da auch. Ja. Ja, ich wage mich jetzt mal hier zurück. So. Und ja, tut mir leid, falls die Musik jetzt ein bisschen zu laut ist. Ja. Ja. Also, dann mache ich hier mal ein paar Slabs und ja, kommt diese Anzahl sollte. Oh mein Gott, so viel. Ja, naja, das reicht. So, Fackel wieder ein. So. Und jetzt machen wir kurz die Monster nochmal aus. Und dann zeige ich euch, wie man eben halt Gold bekommt. Und ja, ich hoffe, dass kein Ghost spawnt, sagen wir es mal so. Ach ja, die Monster sind aus, genau. Gut, sehr gut. Ja, hier hätten wir dann schon einen toten Pick-Zombie. Leider hat er kein Gold gedroppt und jetzt machen wir so. Denn Pick-Zombies können nicht auf Slab spawnen. Die können nicht auf Stone Slab spawnen. Übrigens, auf PvP-Servern kann man auch nicht auf Ton, also auf Stone Slabs Damage-Trankschaden bekommen. Geht nicht. So. Und deswegen spawnen die da oben und fallen dann runter. Und unsymmetrisch, ja, aber egal. So. Lol. Haben wir wirklich so viele Cobblestone für den Boden gebraucht? Ja, okay, dann sind wir Psychopathen, beziehungsweise ich, aber ja. Das ist mir gerade zu laut jetzt. So, und jetzt ein bisschen Zelda-Musik von Zelda Recreations, Treo.com oder ich werde dann in der, ich werde die Beschreibung in den Link packen. Und so kann ich auch ein bisschen besser, ja, ich sag mal, ja, so ganz bisschen gemütlich reden und so, ja. So. Oh, perfekt. Perfekt, es reicht genau. Göttlich. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, schalten wir mal hier auf. Ja, einfach würde ich sagen.
Und ja, machen ein bisschen Gold. Aber ja. Es sollte kein Gas spawnen. Das wäre nämlich doof. So, Moment mal. Also kommt schon, bitte. Lol, habe ich jetzt überhaupt. Ja, ich habe auch einfach.